Moin und erstmal ein frohes neues Jahr für euch alle. Ich hoffe, ihr seid sehr gut reingerutscht und konntet ordentlich feiern bzw. schöne Stunden mit netten Freunden, Bekannten oder Familie verbringen. Und ja, heute möchte ich euch meinen Lesemonat Dezember abdrehen, also der letzte Lesemonat des Jahres 2019. Und obwohl ich tatsächlich bis Mitte Dezember eine ziemliche Leseflaute irgendwie hatte, habe ich dann im Verlaufe der zweiten Hälfte doch ganz schön wieder aufgeholt. Liegt aber auch daran, dass ich zum einen sehr viel Hörbuch gehört habe und zum anderen so kleine kurze Geschichten gelesen habe und dadurch so ein paar Erfolgserlebnisse dann doch hatte. Ich möchte anfangen mit Harry Potter, denn Harry Potter habe ich ja jetzt schon im letzten Monat ordentlich gelesen, und zwar die illustrierten Ausgaben. Mir fehlte dann noch die Hälfte von dem vierten Band der illustrierten Ausgabe vom Feuerkelch, und ich bin ja einfach begeistert von dieser neuen Art und Weise, Harry Potter zu entdecken mit dieser illustrierten Ausgabe. Ich muss aber sagen, dass hier in dem vierten Band irgendwie weniger Illustrationen drin waren. Es ist natürlich auch bisher das dickste von den illustrierten Ausgaben und es hat jetzt aber auch mit am längsten gedauert. So, normalerweise war ja immer ein Jahr dazwischen, immer bis dann das neue rausgekommen ist. Diesmal hat er sich 2 Jahre Zeit gelassen, der Jim Kay, und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Aber es waren teilweise mehrere Seiten auch ohne irgendeine Illustration, was in den ersten Bänden halt nicht war. Und wenn es irgendwie eine kleine Hintergrundillustration war oder an einer Ecke, hier hat sich, finde ich, viel wiederholt und es waren halt mehrere Seiten mal auch ohne Illustration. Das fand ich ein bisschen schade. Aber gut, das ist Meckern auf sehr hohem Niveau. Ich muss sagen, dass mir dieser Band extrem viel Spaß gemacht hat, erneut zu lesen. Kommt wahrscheinlich auch daher, weil der vierte so viel mehr Details noch enthält als die Filme. Und ich oft, wenn ich immer mit Harry Potter angefangen habe, immer 1, 2 und 3 gelesen habe und dann nicht darüber hinaus bin, beziehungsweise es so viel Zeit wieder verstrichen ist, dass ich dann lieber wieder von vorne anfangen wollte, was halt bedeutet, dass ich den vierten nicht so oft gelesen habe, wie die ersten. Und ja, das ist mir so viel so aufgefallen und es hat wieder so viel Spaß gemacht, in den Details aufzugehen, wie auch beim nächsten, weil zwar ist jetzt der letzte illustrierte Band jetzt gerade erst erschienen mit dem vierten und 5, 6 und 7 gibt es doch nicht in dieser Ausgabe, aber ich wollte jetzt natürlich nicht Schluss machen jetzt einfach, sondern natürlich mit der Geschichte weitermachen. Und zwar habe ich mich dazu entschlossen, es als Hörbuch weiterzuhören. Und hier Harry Potter und der Orden des Phönix, 1021 Seiten stark. Und auch hier muss ich sagen, hat mir das so viel Spaß gemacht, weil viele sagen zwar immer, dass der fünfte Teil der schwächste ist, finde ich aber eigentlich gar nicht, weil gerade hier ist so viel Alltag, Schulalltag enthalten, was wirklich, wirklich Spaß macht und natürlich im Film überhaupt nicht rübergebracht wurde. Der ist zwar auch sehr düster und auch Harry lebt einige, Situationen durch, die nicht schön sind, und Harry erlebt auch eine Entwicklung durch, die manche vielleicht nicht so schön finden, aber ich kann ihn sehr gut nachvollziehen, und eben weil hier so viele Details drin sind, mochte ich ihn sehr, auch wenn das Ende natürlich mich wieder sehr emotional zurückgelassen hat, aber ich wusste ja, was kommt, konnte mich darauf ein bisschen vorbereiten. Aber ich muss sagen, dass J.K. Rowling sich immer so viel Zeit nimmt, ein schönes Ende zu schaffen. Also nicht ein schönes Ende im Sinne von Happy End, sondern ein Ende, wo sie alle Fäden zusammenlaufen lässt, es aufklärt. Ich liebe diese Gespräche zwischen Harry und Dumbledore, wo er ihnen dann nochmal so ein bisschen erklärt, was alles passiert ist. Und ich liebe einfach Dumbledore als Figur, eine meiner liebsten Figuren. Und auch Fred und George kommen natürlich im Band 5 nochmal so richtig zur Geltung und bekommen ihre großen Auftritte, was ich klasse finde. Aber was ich eben sagen wollte, ist, dass J.K. Rowling die Enden immer sehr schön zusammenfügt und sich wirklich Zeit nimmt, alle Figuren auch nochmal ein Ende zu geben. Was im letzten Band für mich ja nicht der Fall ist, aber da werde ich dann drüber reden, wenn es denn soweit ist. Ich hoffe, dass ich jetzt beim wiederholten Male vielleicht ein bisschen besänftigt
bin und es vielleicht nicht ganz so kritisiere, aber mal gucken. Ich werde euch berichten. Aber jedenfalls konnte ich jetzt besonders Band 4 und 5 sehr genießen an der Geschichte, weil da halt einfach viel mehr drin ist, als man durch die Filme immer wieder vorgezeigt bekommt. Und weil ich die ab Band 4 wirklich eher seltener, also seltener gelesen habe als Band 1 bis 3. So. Dann haben wir das abgeschlossen. Jetzt kommen wir zu Weihnachtsbüchern, die ich in der Weihnachtszeit ja lesen wollte, euch ja auch in meinem Want-to-Read für Dezember gezeigt habe für die Weihnachtsbücher. Da war, ja, wo fange ich an? Zum einen der magische Adventskalender von Jan Brandt, habe ich noch aus dem letzten Jahr mit hineingenommen jetzt. Und es ist so eine besondere Geschichte. Hier geht es um Jonas, der ja auf einmal vor seiner Haustür einen Holzkasten findet, und auf diesen Holzkasten sind Symbole und Zahlen, und er merkt, es ist ein Adventskalender, und jedes Symbol führt ihn zu einem bestimmten zu einer bestimmten Person aus seinem Ort, aus seinem Dorf, und nur diese Person kann diese Holz, also dieses Türchen von dem einen Tag öffnen, und dahinter verstecken sich halt Schokoladen. Er weiß aber nicht, woher kommt dieser Adventskalender, und irgendwie scheint da auch was Magisches in dem Adventskalender zu wohnen. Und ja, wir begleiten ihn in seinen Alltag. Wir bekommen so langsam mit, dass seine Familie etwas trauert und dass er doch so nicht ganz zufrieden ist mit seinem Alltag. Ja, also. Es ist ein tiefgründiges Buch, aber es konnte mich nicht emotional erreichen. Ich fand die Idee toll, dieser magische Adventskalender finde ich klasse, und dass es so ein bisschen schnitzeljagdmäßig war. Aber es war mir teilweise ein bisschen zu einfach, und ja, schade, es konnte mich emotional nicht erreichen, auch wenn ich die Idee dahinter toll fand. Auch die Message an sich finde ich schön, aber die Umsetzung mochte ich nicht. Und es war manchmal auch ein bisschen holprig geschrieben. Also es waren zwar mal sehr kurze Kapitel, es sind tatsächlich 24 Kapitel, man kann es also tatsächlich als Adventskalender lesen. Aber ich musste mich da sehr durchzwingen, obwohl das wirklich ein sehr kurzes Büchlein ist. Es gibt auch Illustrationen. Und was mir halt besonders auch aufgefallen ist, dass mir die Personen dahinter überhaupt nicht sympathisch waren. Also deswegen ist es wahrscheinlich auch emotional nicht bei mir angekommen, weil ich mich überhaupt nicht in Jonas hineinversetzen konnte, auch nicht, als ich denn wusste, was passiert ist. Es wurde alles so schwammig gehalten, und irgendwie seine Emotionen wurden gar nicht so richtig, ja, erklärt bzw. gezeigt. Auch andere Personen, die waren mir alle so unsympathisch. Ja, schade. Also das hat nicht so richtig das getroffen, was ich davon erwartet habe, auch wenn es was Besonderes ist und die Idee mir gut gefällt. Also dieses Buch wird ausziehen, wie auch das nächste Buch. Das ist auch so ein kleines Büchlein, Wie der Weihnachtsbaum in die Welt kam von Astrid Fritz. Das ist ein historisches Weihnachtsmärchen, könnte man sagen. Wir treffen hier auf den Obdachlosen Jakob, der ja kurz vor Weihnachten in die neue Stadt kommt, also in eine für ihn neue Stadt. Und zwar, wo ist das? Wo spielt das? Straßburg, genau. Und er beobachtet, wie eine Familie zur Beerdigung eines Familienmitglieds sieht. Also der Sohn des Hauses ist verstorben, und er beobachtet das. Er ist aber Gauner vor schon lange, lange Zeit, und er braucht was zu essen, er ist hungrig, er friert, und er bricht in dieses Haus ein, was ohnehin auch nicht jetzt das reichste Haus ist, oder beziehungsweise die Bewohner sind nicht die reichsten, aber er bricht dort ein und er schläft dort auch in diesem Haus ein, und er wird dann tatsächlich erwischt. Und aber die Tochter des Hauses, irgendwie tut sie ihm leid. Nee, er tut ihr leid. Nee, auf jeden Fall hat sie Mitleid mit ihm und lässt ihn wieder frei, auch wenn sie ziemlich sauer auf ihn ist. Aber er hat so große Gewissensbisse, dass er es irgendwie wieder gut machen möchte. Und der Titel verrät es ja schon so ein bisschen, in welche Richtung das Ganze geht. Wir lernen auch ein bisschen mehr von seiner Vergangenheit und auch ein bisschen mehr von der Familie. Ja, also ich fand es ganz nett und ganz niedlich. Auch hier, wie der Weihnachtsbaum eben in diese
in die Welt kam, und auch das Nachwort erzählt auch ein bisschen davon, wie die Autorin auf die Idee gekommen ist und so ein bisschen, wie der Weihnachtsbaum tatsächlich in die Welt kam. Und ja, das war eine niedliche Geschichte, aber ich habe auch hier gedacht, dass sie ein bisschen mehr emotional an mir kratzen würde. Tat sie nicht, aber es hat mich auf jeden Fall ein bisschen mehr unterhalten als der magische Adventskalender. Es hat auch kleine süße Illustrationen. Ja, aber wird auch ausziehen. Ist jetzt nicht irgendwie mein Lieblingsbuch geworden. Auch hier sind die Personen mir ein bisschen sympathischer gewesen, aber ich hatte jetzt keine Lieblingsperson da drin, wo ich sagte, oh Gott, die habe ich so sehr ins Herz geschlossen. Das war hier auch nicht der Fall. Aber jetzt kommt ein großes Highlight, auch ein Weihnachtsbuch, und ich habe es euch schon in den Neuzugängen und eben in meinen Want-to-Read gezeigt. Die Schneeschwester von Maja Lunde, eine Weihnachtsgeschichte, illustriert von Lisa Aissato, wenn man sie so ausspricht. Erstmal ist es natürlich ein unglaublicher Hingucker vom Format her und vom Glitzern und von der Illustration schon draußen. Und wir treffen hier auf Julian. Und das Lustige ist, dass wir die letzten drei Weihnachtsgeschichten dreimal Jungs als Protagonisten haben, und jedes Mal fängt der Vorname mit einem J an. Wir haben hier Jakob gehabt, bei den magischen Adventskalender hatten wir Jonas, und hier haben wir Julian. Und Julian ist ein großer Fan von Weihnachten. Im Grunde ist das sein Lieblingstag im Jahr, denn er findet Weihnachten nicht einfach klasse, weil Familie da zusammenkommt, er die Gerüche mag, die Traditionen und ja, das Geschenke auspacken, sondern er hat auch noch Geburtstag an Weihnachten, und deswegen liebt das natürlich auch, und er stellt sich immer wieder vor, jedes Jahr, wie das so abläuft. Aber dieses Jahr glaubt er, dass Weihnachten ausfallen wird, und er glaubt auch, dass Weihnachten nie mehr so schön sein kann wie die Jahre davor, denn die Familie trauert um ein Familienmitglied. Und er merkt, dass seine Eltern trauern, er merkt, dass die überhaupt gar nicht mitkriegen, dass es langsam Zeit wird, die Dekorationen hervorzuholen, dass man langsam dekorieren müsste. Und ja, die denken gerade gar nicht dran. Und es wird aber auch nicht über ihre Trauer gesprochen. Er hat auch noch eine kleine Schwester, und auch die ist irgendwie ganz verändert. Obwohl sie normalerweise so ein Wirbelwind ist, ist sie eher verschlossen, und auch sie leidet darunter. Ja, er begegnet dann irgendwann einem kleinen Mädchen namens Hedwig. Hedwig ja, ist so eine aufgeschlossene und besondere Person, dass er sie einfach ansprechen muss, beziehungsweise sie treffen aufeinander. Und sie ist so speziell, und ihr Lächeln ist so offenherzig und so warm, dass er sie sofort ins Herz schließt. Beziehungsweise sofort ist nicht richtig. Er findet sie erst ein bisschen seltsam, und sie ist so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen Pippi Langstrumpf, habe ich manchmal gedacht. Sie nimmt ihn mit nach Hause, und sie spielen Verstecken, und sie hat ein tolles, großes Haus, so eine Villa. Sie sagt, sie wohnt dort mit der Familie, die ist im Moment nicht da. Und das Haus ist wunderbar geschmückt, und sie sagt halt, eigentlich muss jeder Raum, jede einzelne Ecke weihnachtlich geschmückt sein. Das ist eine ihrer Weihnachtsregeln, denn es kann nie genug Weihnachten geben. Selbst die Besenkammer muss geschmückt werden. Wenn man dann die Tür öffnet, um so etwas Langweiliges wie einen Besen herauszuholen, vergisst man trotzdem nicht, dass Weihnachten ist. Ja, sie bringt wieder so ein bisschen Weihnachtsfeeling hervor in Julian, aber auch so ein bisschen Lebensfreude. Und er öffnet sich so ein bisschen ihr, zwar langsam, aber seinem besten Freund gegenüber kann er sich nicht so gut öffnen, obwohl das ein sehr guter Freund ist, aber selbst die können nur noch übers Wetter reden. Aber auch Hedwig hat ein Geheimnis, und sie möchte nicht so gern so offen sein, und er erzählt ihm nichts von ihrem Geheimnis. Aber immer wenn er mit ihr zusammen ist, ist es manchmal auch ein bisschen unheimlich. Da ist zum Beispiel dieser seltsame alte, unheimliche Mann, der immer wieder zu diesem Haus kommt, wo sie wohnt, und ja, den sie aber nicht wahrnehmen möchte. Ja, also es ist eine unglaubliche Geschichte. Ich war so emotional ergriffen und habe die
die Fantasie des Jungen und die Emotionen und die Trauer so sehr spüren können. Man erfährt halt nachher, dass es seine Schwester ist, um die sie trauern, aber warum, weshalb, was geschehen ist, das möchte ich jetzt nicht erzählen, weil das nicht von vornherein klar ist und weil das erst so nach und nach aufgedeckt wird. Ich hätte gerne noch, dass da ein bisschen mehr drauf eingegangen wäre. Die Art und Weise ist nämlich auch besonders, wie sie umgekommen ist. Und da hätte ich es, weil das wirklich was Besonderes ist, ich finde aber die Tatsache, dass das hier drin vorkommt, eigentlich gut. Es tut mir leid, dass ich jetzt so schwammig sein muss. Aber ich glaube, gerade in meinem Kinderbuch finde ich es ein bisschen schade, dass das jetzt so offen gelassen wird und nicht ein bisschen mehr darauf eingegangen wird, weil das ein sensibles Thema ist, ein neues Thema, wo man Kinder nicht so alleine lassen darf. Also müssen dann vielleicht die mit Kindern zusammen hier diese Geschichte vorlesen, dann so ein bisschen Mitarbeit leisten, denke ich mal, weil das sonst nicht so verständlich ist für Kinder, glaube ich. Naja, aber dennoch kann ich sagen, dass ich hier so viel weihnachtliche Stimmung hatte, obwohl das ja ein trauriges Buch war, hatte ich unglaublich viel weihnachtliche Stimmung. Also dieses verschneite Örtchen in Norwegen, glaube ich, und dann diese weihnachtlich geschmückte Villa von Hedwig, so viel Nächstenliebe und wie der Junge, der Julian, versucht, auch seine Eltern wieder aus dieser Trauer rauszureißen, wo er sagt, so jetzt müssen wir was tun, wir müssen die Trauer zulassen, wir müssen aber auch weitermachen und wir können doch auch an die Schwester denken, ohne dass wir da trauern, sondern auch an die schönen Momente denken und ich will mein Weihnachten wieder haben und ja, bei seinem Kampf darum, das ist nicht so einfach. Es ist jetzt nicht so, dass er die Eltern wachrüttelt und alles wieder gut, sondern das dauert so seine Zeit. Und auch eben diese Geschichte hinter Hedwig ist so wunderbar und das greift nachher alles so gut ineinander, alles so kleine Andeutungen, ich konnte nachher so ein bisschen was ahnen und es griff so schön ineinander. Es war so eine runde Story. Und apropos rund, ich war noch, glaube ich, noch, ja gut, selten so verliebt in die Illustrationen. Also die Illustrationen sind der Hammer. Ich habe manchmal umgeblättert und musste einfach erstmal staunen und erstmal wow sagen. Das habe ich selten, dass ich dann so verharre auf die, ja, und dann die Illustration anschaue. Zum einen fand ich, dass die Emotionen auch hier, nicht nur in der Geschichte, sondern auch in den Illustrationen sehr gut rüberkam. Also wie heißt sie? Lisa Aissato, die hat es richtig drauf gehabt, einzelne Emotionen, dass man die herauserkennen konnte. Hier ist zum Beispiel einmal Hedwig zu sehen, mit ihrem irren Lächeln irgendwie. Mit ihrer Zahnlücke. Natürlich ist ihr Mund riesig und ihre Augen auch, aber ich finde, man erkennt da einfach diese Lebensfreude und dieses Lustige da heraus. Und dann, ja, wo ich zum Beispiel so einen Wow-Effekt hatte, war hier zum Beispiel. Es ist so detailliert und so liebevoll gezeichnet. Auch hier sehen wir wieder Hedwig und auch Julian. Ja, also die Illustrationen, die haben mich jedes Mal wieder aufs Neue bewegt. Und ja, hier ist noch mal eins, wo vielleicht eine Emotion mit rüberkommt. Ja, auch eine Freundschaft zwischen einem älteren Herrn und einem Jungen spielt dann noch mal eine Rolle. Also ich kann es euch empfehlen und ich werde es euch auch noch mal in einem bestimmten Video zeigen. Ich denke mal, ihr könnt es erraten. Dieses Buch wird bei mir einen Ehrenplatz erhalten und werde ich jetzt öfter zu Weihnachten lesen, weil es eben für mich, es ist nicht nur todtraurig, sondern es hat was Tröstliches, es hat was Rührendes, aber es hat was Unglaubliches, Weihnachtliches auch. Ja, oh, ich werde richtig rührselig, wenn ich darüber rede. Und ich kann nur schwärmen und kann euch nur sagen, für Jung und Alt ist das etwas, für die ganze Familie im Grunde. Es hat auch 24 Kapitel, aber ich bin ganz froh, dass ich das nicht nach und nach nur gelesen habe, weil das hatte für mich so einen Sog tatsächlich, obwohl das jetzt kein spannendes Buch ist, in dem Sinne, dass es wie ein Thriller ist oder wie ein Krimi,
sondern auch eine sehr stille Geschichte ist, hatte es dramaturgisch halt einen sehr, sehr großen Sog und ich wollte eigentlich die ganze Zeit weiterlesen. Ja, das dazu, das war mein großes Monatshighlight und wie gesagt, ihr werdet es im nächsten Video auch wiedersehen. Dann noch ein Kinderbuch, was ich euch auch in einer Rezension vorgestellt habe, das Mucksmäuschen von Monika Augustin. Es geht um den Mut der Kleinen und Stillen, dass man sich mal Gehör verschaffen möchte. Wenn ihr ein bisschen mehr darüber wissen möchtet, über diese kleine Tiergeschichte, über die Mucksmäuschen, dann schaut gerne in meine Rezension vorbei. Ich fand das ganz süß, aber es hat mich jetzt nicht großartig begeistert, aber die Message dahinter fand ich dann wieder ganz, ganz schön und auf jeden Fall erzählenswert. Das nächste Bilderbuch ist auch wieder was Besonderes und auch hier stechen oder sticht die Zusammenarbeit von Illustration und Text sehr hervor. Es geht um Tintenphönix von Isa Theobald, die den Text geschrieben hat, die Geschichte von Christian von Aster, der hat noch eine Ballade dazu geliefert, ein Gedicht könnte man sagen, und Cora Lines oder Lines, die Illustration dazu geliefert hat. Hier in dieser Geschichte geht es um Maya und Maya lernen wir ab ihrem 12., nee, ab ihrem 13. Geburtstag kennen oder Lebensjahr kennen und als sie zum ersten Mal einen Jungen küsst, entdeckt sie auf ihrem Körper, auf ihrem Bauch eine Feder. Und ab da begleiten wir sie mehrere Jahre lang in ihrem Leben durch verschiedene Ereignisse, verschiedene Meilensteine in ihrem Leben. Und immer nach diesen besonderen Ereignissen findet sie immer wieder neue Federn auf ihrem Körper. Und wir, ja, begleiten sie im Grunde bis in ihr Erwachsenenalter. Es ist eine schöne Fabel mit einer Symbolkraft, könnte man sagen. Es geht natürlich ums Leben und es ist wirklich eine schöne Fabel. Es hat mich jetzt nicht so berührt oder also es ist auch wirklich eine sehr kurze Geschichte. Es hat gerade mal, hat es Seitenzahl, es hat gerade mal 38 Seiten und ist wirklich sehr groß bedruckt. Aber was halt sehr schön ist, wie schon gesagt, spielt hier auch die Illustration eine sehr große Rolle. Es ist immer auf der einen Seite ist der Text und auf der anderen Seite ist die Illustration und jede Seite erzählt von einem neuen Ereignis, wo eine neue Feder auftaucht. Hier ist zum Beispiel die erste Seite, die Einführung und hier die erste Feder. Und das Besondere ist hier, dass wir immer um das Bild der Feder oder der Federn einen Spiegel haben. Also man könnte sich jetzt vorstellen, dass die Maya immer in den Spiegel schaut und dann immer wieder die neue Feder entdeckt, die dort auftaucht. Und an dem Spiegel hängt wie an einer Pinnwand halt gerade das, was sie so begleitet. Zum Beispiel ein Foto von ihrem Schwarm, Postkarte, ein Foto von ihrer Freundin, ein Traumfänger, ein Smiley. Und später, ja, entweder bleibt dieses Foto oder es kommt was Neues hinzu. Mal gucken, ob ich hier was finde. Hier zum Beispiel, da sind jetzt schon ziemlich viele Federn. Und da haben wir jetzt ein Freundefoto, aber auch ein Foto von ihrem Vater, der verstorben ist. Und ja, ganz viele Bücher hier. Und fand ich auch ganz cool. Auf den Büchern ist zum Beispiel hier auch ein Heiligtümer des Todes-Symbol zu sehen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Und Bücher haben halt auch, oder Geschichten haben halt für sie auch eine große Bedeutung. Das fand ich sehr symbolisch und sehr, sehr, sehr schön, sympathisch. Ja, also das fand ich ganz cool, dass wir halt sie begleiten und die Federn immer mehr sehen. Und halt eben an diesem Spiegel immer andere Sachen, was halt auch passend zum Text ist, erkennen und entdecken können. Ja, und am Ende ist eben nochmal die Ballade, die nochmal so den Kern der Geschichte herausgreift. Natürlich auch noch ein bisschen poetischer. Und dann kommt meine Lieblingsillustration aus diesem Buch. Und das finde ich Hammer. Finde ich super cool, finde ich noch schöner als die Illustration vorne auf dem Cover. Gerade diese Mischung aus, ja, aus Bunt und Schwarz-Weiß, wunderschön.
ja, wie der Phönix eben hervorsteigt, auch das gehört zum Ende. Wie das Buch endet, was das nun alles zu bedeuten hat, das müsst ihr natürlich selbst lesen. Ich habe das Buch in einer Rezension von Florian von Creepy Creatures Reviews entdeckt und da eben auf meine Wunschliste gepackt und dann eben zu Weihnachten geschenkt bekommen. Jetzt kommen wir zu einem optischen Schatz, auf den ich mich sehr gefreut habe, der mich allerdings nicht so begeistert hat, wie ich gehofft habe. Und zwar ist das Der Goldene Kompass, die Graphic Novel. In der Sammelausgabe der erste Band ist gerade ganz frisch erschienen. Also es gab die Comics schon vorher, aber da sind sie halt in drei Teilen, wurde der erste Band in drei Teilen aufgeteilt und hier ist er eben komplett. Ich muss aber sagen, vielleicht liegt es daran, dass ich noch nicht so erfahren bin im Comic-Lesen oder dass mich Comics einfach nicht so tief berühren, dass ich sie manchmal ein bisschen oberflächlich finde und dass ich sie manchmal auch ein bisschen schnell erzählt finde. Vielleicht liegt es daran, dass mich das jetzt nicht so packen konnte. Ich kannte ja die Story. Vielleicht liegt es auch daran, dass gerade der Goldene Kompass ja auch wirklich sehr tiefgründig hat und sehr viele philosophische und religiöse Themen anspricht, die man im Comic vielleicht gar nicht so gut darstellen kann. Dass das vielleicht ein bisschen blass wirkt, weil es halt mit wenig Text auskommen muss und weil in dem ersten Band alleine schon so viel passiert und das alles in ein Comic zu packen, wo die Handlung dadurch so schnell auf Vorspulen gekurbelt wird. Ja, also ich muss sagen, es war mir zu oberflächlich und manche Sachen wurden mir ein bisschen ja, anders irgendwie dargestellt oder kamen mir irgendwie anders vor. Auch wenn ich die Illustration selbst okay fand. Ich fand, manchmal wurden die Gesichter ein bisschen seltsam dargestellt. Hier zum Beispiel Lyra, so komische, eckige Gesichter. Aber also die Illustration selbst fand ich okay, aber es hatte jetzt für mich keinen Mehrwert. Also ich fand, es hat mir jetzt nicht mehr gegeben. Ich kenne ja die Story. Die Illustration fand ich okay, aber es konnte mir nicht irgendwie, wie zum Beispiel der Comic von Eine Stadt aus den träumenden Büchern, oh Gott, wie heißt sie denn? Die Stadt der träumenden Büchern von Walter Mörs wurde ja auch als Comic herausgebracht und das hat für mich einen Mehrwert gebracht, weil ich da auch wirklich auch bei den Illustrationen verweilen wollte, viel entdecken konnte und das hat für mich ja, die Reihe gut ergänzt und das ist für mich zum einen eben zu oberflächlich gewesen und die Story war viel zu schnell erzählt und die Illustrationen haben mir auch nichts gegeben. Also es ist nicht schlecht, das möchte ich jetzt nicht sagen. Aber ich weiß halt aber nicht, wenn man jetzt nur diese Graphic Novel oder nur diesen Comic lesen würde, ob man denn durchsteigen würde durch die Geschichte und ob es wirklich der Story gerecht wird. Also das wird tatsächlich auch wieder ausziehen, weil es mir eben weil es die Reihe oder so, ja, irgendwie nicht erweitert oder abrundet, wie auch immer. Und als letztes nochmal ein wunderschönes Stück, ja, wunderschön anzusehen, gerade erst beendet im Grunde, ist Der Zauberer von Oz, geschrieben von Sebastian Perez oder Perret und illustriert von Benjamin Lacombe. Ich habe euch ja schon öfter mal von ihm erzählt, von Benjamin Lacombe, habe ja schon einige Werke hier, zum Beispiel von Edgar Allan Poe Geschichten, die hat er illustriert, oder das Elfenbestimmungstagebuch, weiß es, steht vor mir, ich kann es aber nicht erkennen. Die Lampe blendet gerade so. Und auch Alice im Wunderland hat er illustriert. Also ich bin großer Fan von seinen Illustrationen. Und hier ist die eben ein bisschen besonders, weil die Geschichte nicht aus Dorothys Sicht geschildert wird, sondern aus der Sicht der Vogelscheuche. Ich habe nun nicht nochmal das Original vorher gelesen, wollte ich erst, aber also ich habe es vor einigen Jahren schon mal gelesen und fand es schon da eine wirklich sehr, sehr süße Geschichte und habe auch viel hier Ähnlichkeiten gefunden. Ich konnte jetzt aber halt nicht genau sagen, was jetzt der Unterschied war, außer dass es aus der Sicht der Vogelscheuche geschrieben wurde. Ich weiß jetzt nicht, ob es tatsächlich da irgendwie Sinn gemacht hat, nochmal einen Perspektivwechsel zu machen. Ich fand es nicht schlimm, aber ich weiß halt nicht, ob es da auch wieder Mehrwert gab oder ob es da irgendwie Sinn gemacht hat oder ja, es jetzt
unbedingt sein gemusst hat, dass man es nochmal aus einer anderen Perspektive schildert oder ob es jetzt irgendwie nochmal so einen kleinen Aha-Effekt gegeben hat. Ich fand sie sehr, wieder sehr, sehr schön, die Geschichte, wie damals schon sehr schön erzählt. Ich glaube, dass es schon sehr dicht am Original geblieben ist. Ansonsten eben, ja, Dorothy wird durch einen Wirbelsturm in das Reich von Oz gewirbelt und sie reist dort an mit ihrem Hund. Und wir treffen aber zuerst eben auf die Vogelscheuche, die genäht wird von Munchkins, von dort lebenden Menschen halt. Und er wird erstmal ja, aufgespießt auf einen Stock und er möchte aber ja, so gern ein Gehirn haben und glaubt, dass er so dumm ist, weil sein Gehirn ja nur aus Stroh ist. Und dann trifft er auf Dorothy, die ihn befreit und auf den Weg in die Stadt, in die Smaragdstadt, wollen sie halt den Zauberer von Oz treffen, der ihnen eben ihre Wünsche erfüllen soll. Dorothy möchte unbedingt wieder nach Hause geschickt werden. Die Vogelscheuche hätte, wie gesagt, gern ein Gehirn. Dann treffen sie noch auf den Blechmann, der gern ein Herz hätte, und auf den Löwen, der gerne mutig wäre. Und ja, auf dem Weg dahin erleben sie viele Abenteuer, aber auch darüber hinaus. Und die Moral von der Geschichte ist eben, dass sie eigentlich ihre Wünsche alle schon in sich tragen. Dass der gerade der Blechmann besonders emotional ist und besonders große Gefühle hat, also im Grunde schon ein Herz besitzt. Die Vogelscheuche ist immer sehr am Grübeln, am Denken, hat immer die besten Ideen. Und der Löwe ist eigentlich, hat zwar viel Angst, aber hat sehr, auch sehr viel Mut, weil er immer seine Angst überwindet. Und wenn es darauf ankommt, ist er mutig. Und auch Dorothy hat eigentlich schon ein bisschen materieller halt schon die Lösung selbst am Körper für ihre Rückreise. Ja, also ich mag das Sinnbild, was dahinter steckt, ganz gerne. Und jetzt nochmal zu den Illustrationen. Also man sieht es ja schon hier drauf. Also das ist mit einer meiner liebsten Illustrationen schon. Auch die Kapitel werden immer sehr schön eingeleitet. So sieht das dann immer aus. Es gibt aber auch wo, also Seiten, wo fast nur Text sind. Und euch guckt euch mal Toto an, ist der nicht süß? Ja. Mal gucken, ob ich noch eine Illustration finde. Ja, hier zum Beispiel. Sehr, sehr schön. Hierzu wird es auch noch mal eine Einzelrezension geben, weil das hier ein Rezensionsexemplar ist, was mir vom Jacobi und Stuart Verlag zugesendet worden ist. Ja, da werde ich euch dann auch noch mal ein bisschen mal gucken. Also im Grunde habe ich ja jetzt schon sehr viel erzählt. Vielleicht werde ich auch vieles wiederholen, aber vielleicht fällt mir auch noch einiges ein, was mir nicht so gefallen hat. Zu den Illustrationen sind mir noch mal so ein, zwei Sachen eingefallen, die ich jetzt aber mal nicht erzähle, weil es ja jetzt doch schon fortgeschritten ist an der Zeit. Ich habe jetzt mittlerweile auch schon wieder Bücher begonnen, die ich euch jetzt nicht gezeigt habe. Ich habe zum einen mit dem Hörbuch vom sechsten Harry Potter Buch begonnen. Da habe ich jetzt schon die ersten 100 Seiten oder so gehört und das bringt mir immer noch unglaublich viel Spaß und ja, ich würde am liebsten die ganze Zeit nur hören. Und dann habe ich einen Winterthriller angefangen, Der zehnte Gast von Shari Lapena. Da habe ich jetzt auch schon die ersten 100 Seiten gelesen. Das ist ein neues Buchclub-Buch, was wir in unserer Leserunde All You Can Read lesen. Und ja, da bin ich schon so ein bisschen vorgeprescht. Da werden wir dann jetzt auch in den nächsten Tagen uns schon austauschen. Ja, das sind die Bücher, die ich jetzt auch noch begonnen habe, aber die ja, werde ich euch dann im nächsten Lesemonat näher vorstellen. Jetzt habe ich noch zwei Themen, die ich ansprechen möchte in diesem Lesemonat. Zum einen ist das unsere Leserunde zum Gewinner des Büchercastings. Da habe ich ja eigentlich schon ein eigenes Video zu gemacht, um euch zu zeigen, wer der Gewinner ist, nämlich Nevermore von Jessica Townsend. Und da haben sich auch schon viele angemeldet, die gerne mitlesen möchten. Ich hatte eigentlich vorgehabt, eine Facebook-Gruppe zu machen, weil ich das sehr übersichtlich finde. Da kann man einzelne Posts zu den verschiedenen Abschnitten machen. Aber jetzt haben mir ganz viele schon oder einige geschrieben, dass sie kein Facebook haben, aber so gerne mitlesen wollen würden. Und da das jetzt gehäuft aufgetaucht ist, dachte ich, na gut, jetzt, das ist so schade, wenn ihr den nicht mitlesen könnt, dann überlege ich mir was Neues. Habe ich denn unter das Video geschrieben.
Ja, es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Einige haben Goodreads vorgeschlagen, dann gibt es natürlich auch Instagram. Aber da ist natürlich nochmal das Gleiche. Viele haben kein Instagram, viele haben kein Goodreads. Ich habe auch kein Goodreads. Instagram auch nur so sporadisch, habe ich mir eigentlich auch schon wieder abgemeldet. Ja, dass ich jetzt zum Entschluss gekommen bin, dass wir es jetzt auf YouTube machen, weil wir haben anscheinend alle YouTube, auch wenn ich das nicht sehr übersichtlich finde und nicht sehr schön, aber ich glaube, so ist es am einfachsten, weil alle YouTube haben und ich werde dafür dann ein extra Video wieder machen und dann werden wir unter dem Video kommentieren. Ich denke mal, dass ich das dann auch nochmal im Video erklären werde, wie das vonstatten geht, aber ich werde dann einen Kommentar machen. Zum Beispiel, hier werden wir über unsere Erwartungen und über das Cover sprechen, sage ich jetzt mal so. Dann wird darunter dann halt kommt darunter eure Antworten und dann werde ich einen Kommentar machen. Hier sprechen wir über den ersten Abschnitt von Seite so und so bis Seite so und so und dann werdet ihr darunter auch eure Eindrücke schildern, weil wenn alle darauf los in den Kommentaren, dann wird das sehr unübersichtlich. Also ich werde mal diese Kommentare vorschreiben und ihr werdet darunter dann kommentieren. Aber das werde ich dann in dem Video nochmal erklären. Ihr könnt mir hier in diesem Kommentar unter dem Video auch nochmal sagen, ob ihr diese Lösung gut findet. Es ist nicht die perfekte Lösung, das weiß ich auch. Aber gerade mit so vielen, man kann es nicht allen recht machen, aber so ist auf jeden Fall gewährleistet, dass alle, die mitlesen wollen und sich austauschen wollen, mitlesen und sich austauschen können und nicht ausgeschlossen werden, weil sie halt entweder kein Goodreads, kein Instagram oder Facebook haben. Das ist zu dem Thema. Und jetzt möchte ich noch mit euch über eine Serie sprechen, nämlich über Witcher. The Witcher kenne ich ja zum einen aus den Vorgeschichten bzw. den Kurzgeschichtenbänden. Der letzte Wunsch und das Schwert des Schicksals. Heißt es so? Ja, steht auf jeden Fall hinten bei mir im Bücherregal. Und die beiden habe ich bereits gelesen. Die Hauptreihe allerdings noch nicht, habe ich aber auch noch vor. Und woher ich The Witcher auch kennen und lieben gelernt habe, ist das Game, das Computerspiel. Habe selbst nicht gespielt. Ich habe es tatsächlich, den dritten Teil, den neuesten, habe ich als Let's Play geguckt bei Gronkh. Das waren tatsächlich 200 bis 300 Folgen, a 40 Minuten ungefähr. Also damit habe ich sehr, sehr lange Zeit verbracht, aber da habe ich die Geschichte schon lieben gelernt, weil das Spiel hat so eine unglaublich coole Story und die Charaktere sind mir sehr ans Herz gewachsen und Gronkh mag ich halt auch einfach, wie er das spielt. Er lässt sich immer sehr viel Zeit und spielt die Geschichte auch wirklich sehr aus, ohne irgendwie sich abzuhetzen. Hat viel Herz und sehr viel Humor und deswegen gucke ich das bei ihm immer sehr, sehr gerne, die Let's Plays. Und ja, gerade die Grafik hat mir gefallen und der Humor hat mir gefallen. Ja, fast noch besser als die Bücher oder besser als die Bücher. Ja, und jetzt wurde die Geschichte verfilmt oder es kam eine Serie zu The Witcher raus und die musste ich natürlich auch gucken. In The Witcher geht es um einen Witcher, um den Hexer Geralt von Riva und die Hexer sind im Grunde Auftragsmörder, die kümmern sich um die Monster in der Welt und ja, erledigen, bringen Monster um für Geld. Und sie sind halt mutiert durch besondere, bestimmte, sehr schmerzhafte Rituale sind sie mutiert und zu Monsterjägern geworden, die halt besondere Kräfte haben, um halt gegen Monster zu bestehen. Und man sagt halt, sie haben keine Emotionen, keine Gefühle. Ja, und wir begleiten eben Geralt von Riva. Ciri ist ein junges Mädchen und Yennefer eben eine Magierin. Und beide treffen irgendwann auf Geralt und ihr Schicksal ist irgendwie miteinander verwoben. Wir lernen halt hier eben kennen, wie diese Hauptfiguren sich treffen und sich kennenlernen. Und dann geht die Geschichte eigentlich, glaube ich, richtig erst los. Zunächst einmal fand ich das klasse, weil eigentlich hatte ich vorgehabt, die Reihe vorher noch zu lesen. Das habe ich natürlich nicht geschafft. Aber tatsächlich basiert die erste Staffel hauptsächlich auf den Kurzgeschichten, die in den ersten beiden Kurzgeschichtenbänden rauskommen, die ich ja schon kenne.
Und das fand ich ganz cool. Es wird zwar schon noch ein bisschen andere Geschichtsstränge mit eingeflossen, zum Beispiel die Vorgeschichte von Yennefer, die kannte ich jetzt so noch gar nicht. Fand ich aber ganz cool, weil Yennefer war mir nie besonders sympathisch, muss ich ehrlich sagen. Und dadurch, dass man jetzt so erkennt, warum sie zu diesem Menschen geworden ist oder zu dieser Magierin geworden ist, wie finde ich, das macht sie sympathisch. In den Kurzgeschichtenbänden und jetzt auch eben in der Serie ist das sehr episodenhaft. Also jede Folge ist im Grunde ein Abenteuer von ihm. Und deswegen kann ich verstehen, dass manche ja in ihrer Kritik ein bisschen negativ sind, weil es nicht so richtig eine runde Story ergeben hat, weil es wirklich sehr episodenhaft wirkt, weil eben diese Kurzgeschichten übernommen worden sind, aber eben durch die Geschichte von Ciri und durch die Geschichte von Yennefer, die immer wieder auch ein bisschen Raum einnehmen und die tatsächlich auch einen roten Faden hat, ist das Ganze ein bisschen, ja, ist es eigentlich ganz gut gelöst und ich glaube, in der zweiten Staffel, die ja auch kommen soll, wird das Ganze dann auch ein bisschen runder. Und ich habe das Gefühl, dass das, die erste Staffel, jetzt im Grunde nur so ein Prequel ist, so eine Einleitung und dann geht's auch richtig los, wie eben auch mit den Kurzgeschichten und der Reihe. Ich muss erst sagen, dass ich vom Schauspieler, von den ersten Bildern, die mir gezeigt wurden, erst ein bisschen enttäuscht war. Ich kenne jetzt gerade seinen Namen nicht, weiß nur, dass er vorher Superman gespielt hat. Denn er sah mir auf den ersten Bildern ein bisschen zu glatt gebügelt und zu hübsch aus. Der Geralt ist ein bisschen kantig, ist vernarbt, ist dreckig, hat Bart und eine wilde weiße Mähne und er sah sehr geleckt aus in diesen ersten Bildern, glatt rasiert und so, das mochte ich nicht, auch die Haare etwas zu lang. Ich muss sagen, in der Serie selbst, da war er dann doch mit Maske und also Make-up, was weiß ich, sah er dann schon ein bisschen besser aus. Er hatte so ein, Gott sei Dank ein kantiges Gesicht und hat auch den Körperbau dafür, das passt schon. Ja, die Haare hätte ich ihn, wie gesagt, ein bisschen gestutzt und ein bisschen mehr Bart, aber in der Serie war es dann ein bisschen besser als in den Werbebildern vorher. Also das kann ich Gott sei Dank sagen, dass ich mit dem Schauspieler ein bisschen wärmer geworden bin während der Zeit und er ihn auch wirklich sehr gut spielt. Yennefer finde ich nicht so gut besetzt. Die wirkt wie so ein kleines junges Mädchen. Die wirkt nicht so hart und tough. Mag vielleicht aber auch daran liegen, dass ich jetzt ihre Vorgeschichte kenne, weiß ich nicht. Vielleicht wird sie nachher auch mit der, ja, im Laufe der Serie ein bisschen tougher und ein bisschen stärker. Ciri finde ich sehr gut besetzt als Kind. Mir sind noch zwei Dinge eingefallen, die mir noch aufgefallen sind. Zum einen ist mir aufgefallen, dass sie in der Serie nicht übernommen haben, dass die Kurzgeschichten eigentlich sehr verquere, sehr düstere und blutige, ja, Märchenadaptionen sind von Schneewittchen und so weiter. Das hat eigentlich die Kurzgeschichten auch ausgemacht, aber ich habe gehört, dass die Hauptserie in den Büchern auch nicht mehr dieses Märchenhafte hatte. Es ist natürlich konsequenter, das in der Serie gar nicht erst aufzunehmen. Und was ich noch sehr kritisch sagen möchte, ist, dass die Serie nicht chronologisch erzählt wird. Also wir springen öfter mal in der Zeit hin und her. Also wenn wir Geralt ja, verfolgen, sind wir nicht auf derselben Zeitlinie, wenn wir Yennefer oder wenn wir Ciri verfolgen, wodurch man so ein bisschen verwirrt ist, weil es halt eben nicht gekennzeichnet wird. Es gibt keine Jahreszahlen oder es gibt nicht irgendwie in der Zukunft oder in der Vergangenheit irgendein Schriftzug oder so, wo wir erkennen können, dass es sich hier ja, in der Vorzeit oder danach irgendwie abspielt. Und das ist manchmal ein bisschen verwirrend. Selbst für jemanden, der die Geschichten kennt und weiß ungefähr, wann sich was abgespielt hat. Aber für Leute, die das damit gar nichts zu tun haben, ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Und das finde ich ja doch ein bisschen schade. Dann möchte ich noch eins erwähnen, nämlich eine Episode, da habe ich mich sehr drauf gefreut. Das ist die Kurzgeschichte mit dem goldenen Drachen. Und die mochte ich damals schon sehr gerne. Ich war aber sehr enttäuscht, wie die Drachen dargestellt worden sind. Das ist nur so ein ganz klitzekleiner Kritikpunkt, aber der, ja, die Drachen habe ich mir ein bisschen majestätischer vorgestellt.
fand sie einfach nicht sehr schön. Also sie hätten jetzt nicht glitzernd und niedlich sein müssen, versteht mich nicht falsch. Die sollten schon sehr kraftvoll und sehr gefährlich aussehen, aber eben auch so ein bisschen majestätisch, und die sahen ein bisschen mickrig und ein bisschen hässlich aus, muss ich ehrlich gestehen. Viele, oder es wurde schon vorher beworben mit das neue Game of Thrones. Wenn ihr jetzt eine Lücke spürt, was soll ich als nächstes gucken, weil Game of Thrones zu Ende ist, wurde immer The Witcher empfohlen. Und da habe ich schon gedacht, nein, warum wieder dieser Vergleich? Ich kann es so ein bisschen nachvollziehen. Es geht viel um Politik, es geht viel um Intrigen. Ist eine sehr, sehr düstere mittelalterliche Welt wie bei Game of Thrones. Es geht viel um Gewalt und viel um Sex. Das stimmt. Aber wir haben nicht so viele Figuren. Wir haben viel mehr Magie. Und wir begleiten halt hauptsächlich unsere drei Hauptfiguren, unsere Protagonisten Ciri, Geralt und Yennefer. Und haben nicht hier diese große Rundumschau, sondern es ist wirklich eher auf Geralt fixiert und eben die beiden Mädels noch. Ja, also es ist eine eigene Geschichte, und ich finde es immer so schade, wenn das zu sehr verglichen wird. Natürlich ist es anders, und wenn du neues Game of Thrones erwartest, dann wirst du enttäuscht werden. Aber es hat auch seinen trockenen Humor, Geralt und Rittersporn, der Barde, der ihn dann begleitet, bringen da unglaublich viel schwarzen und trockenen Humor mit rein. Und ich glaube, dass da auf jeden Fall noch Luft nach oben ist. Also ich bin jetzt nicht super begeistert. Ich bin immer noch ein größerer Fan von den Spielen. Die Geschichte der Spiele spielen ja tatsächlich eher in der Zukunft der Bücher. Ich hoffe, es ist für euch irgendwie verständlich, was ich hier sabbel. Ich habe mir keine Notizen gemacht, ich habe einfach drauf losgesabbelt. Aber ich wollte gerne meine Meinung euch sagen, weil einige mich schon danach gefragt haben und weil ich schon einige Videos dazu gesehen habe und einige Meinungen dazu gehört habe. Und da wollte ich gerne auch nochmal meinen Senf dazu geben. Als Fazit muss ich sagen, ich fand die Serie, die erste Staffel, gut, aber ich sehe halt wirklich noch viel Luft nach oben und sehr viel Potenzial, aber auch für die nächsten Staffeln, weil ich eben die erste Staffel eigentlich eher wie so eine Einleitung gesehen habe und wie ein Prequel, und jetzt geht es halt erst richtig ins Eingemachte. Ich hoffe, dass da draußen viele Fans der Serie sind, dass die Staffel oder die Serie wirklich auch weitergeführt wird. Ich glaube, eine zweite Staffel ist schon bestätigt, aber dass sie dann nicht abgebrochen wird. Und ich hoffe auch, dass die Leute sich so ein bisschen von dem Vergleich von Game of Thrones lösen können. Denn auch wenn sie viele Parallelen oder viele Eigenschaften hat, die sich gleichen, ist es halt eine eigene Geschichte. So, das war mein Wort zum Sonntag. Ja, ich würde natürlich jetzt gerne wissen, wie seht ihr das denn? Habt ihr vorher mit Witcher Berührung gehabt, und wie fandet ihr die Serie? Ob ihr eben jetzt vorher mit Witcher Berührung hattet oder eben nicht? Und ja, was haltet ihr von meinem Lesemonat? Was habt ihr so im Dezember gelesen? Ja, erzählt mir gerne auch, wie ihr ins neue Jahr reingerutscht seid. Und ja, jetzt ist das neue Jahr 2020 da, und jetzt kommen natürlich auch noch ganz tolle Videos, die ich zu drehen habe, meine Highlights zum Beispiel. Das wird das nächste Video sein, das ich drehen darf, und da freue ich mich extrem drauf. Jetzt mache ich aber wirklich Schluss. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne lesereiche Zeit, und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.